Monatelang hält der Moormörder Bruno Fahrbeier Deutschland in Atem. Er erschießt einen Polizisten und verletzt einen Postbeamten schwer. Die Menschen haben Angst vor dem flüchtigen Schwerverbrecher. Gesucht wird der Gewohnheitsverbrecher und Mörder Bruno Fahrbeier, Jahrgang 1926. Der Vater hatte sich im Gefängnis erhängt, der Bruder wurde 1943 hingerichtet. Als Fahrbeier gefasst wird, lautet das Urteil lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Aber ist das Urteil gerecht? Dass das im Grunde ja eher strafmildernd ausgelegt werden müsste, wie jemand so früh so verletzt worden ist, und auch verletzt durch die NS-Justiz, das ist offensichtlich. Wir zeigen Ihnen immer wieder das Bild des Mörders, auf dessen Ergreifung eine Belohnung von 6.000 Mark ausgesetzt ist. Es geht um die Frage, ob hier ein Täter zum Opfer wurde und darum, wie sich die Bedeutung von Schuld und Strafe verändert hat. Es ist das Jahr 1966 und Bruno Fahrbeier ist der meistgesuchte Mann Deutschlands. Er versteckt sich unter anderem im Großraum Osnabrück und vor allem hier in der Eifel. Bruno Fahrbeier wird als Mörder und Dieb gesucht. Seine Flucht dauert 1,5 Jahre. Der Prozess nach seiner Ergreifung 5 Tage. Am Ende lautet das Urteil lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Damit ist die Sache klar, oder? Täter gefasst, eingebuchtet, erledigt. Aber so einfach ist das nicht. Um das zu verstehen, muss Bruno Fahrbeiers Lebensgeschichte betrachtet werden. Sein Schicksal ist untrennbar mit der NS-Zeit verwoben. Geboren wird Bruno Fahrbeier 1926 in Osnabrück als jüngerer von 2 Brüdern. Damals wird in den Medien über seine Vergangenheit so berichtet. Gesucht wird der Gewohnheitsverbrecher und Mörder Bruno Fahrbeier, Jahrgang 1926. Er stammt aus einer asozialen Familie. Der Vater hatte sich im Gefängnis erhängt. Der Bruder wurde 1943 hingerichtet. Bruno Fahrbeier wächst auf, während die Nazis an die Macht kommen. Schon in der Kindheit entwickelt er ein Stottern. Vor Gericht heißt es später: Fahrbeier will schon als Kind Lebensmitteldiebstähle in einem Selbstbedienungsladen verübt haben, um sich gegenüber anderen Spielgefährten damit zu behaupten. Das Bestreben, den Sprachfehler auswetzen und sich behaupten zu müssen, blieb bestimmt für sein Leben. Im Urteil steht außerdem: Sein Lebensweg war unter den obwaltenden Umständen und bei seiner Veranlagung fast schicksalsmäßig unausweichlich vorgeschrieben. Mit 14 Jahren kommt Bruno Fahrbeier in ein Fürsorgeerziehungsheim, das nach den Erziehungsgrundsätzen des NS-Staats arbeitet. Hier werden Kinder und Jugendliche nach wertvoll oder minderwertig sortiert, Zwangssterilisationen durchgeführt, Kriminelle und sogenannte Asoziale sollen ausgeschaltet werden. Bruno als Stotterer ist vom ersten Tag an Außenseiter, erfährt nach eigenen Angaben physische und psychische Gewalt. Der Bruder Deserteur, der Vater ein verurteilter Krimineller, der sich selbst das Leben nimmt, die Mutter überfordert. Wie die Gesellschaft auf Menschen wie die Familie Fahrbeier blickte, lasse ich mir von der Historikerin Dr. Claudia Bade erklären. Wie dachte man denn damals über Menschen wie ihn, die so beschrieben wurden? Also sozusagen Wehrmachtsverweigerer und Deserteure waren natürlich eben nicht gut angesehen, sondern sie galten bis einfach wirklich in die 1980er Jahre hinein als sogenannte Vaterlandsverräter, als Feiglinge sogar und wurden auch als solche beschimpft, sowohl in der Kriegszeit als auch dann natürlich in der Nachkriegszeit. Die Leute versuchten also darüber zu schweigen dann, also die Betroffenen. Und dieses Bild hat sich so sehr lange aufrechterhalten. In Bezug auf die sogenannten Asozialen ist das eigentlich ähnlich. In der Nazizeit wurden als asozial bezeichnet dann so eine Art Sammelkategorie, also sogenannte Landstreicher, Prostituierte, Zuhälter, eine Sammelkategorie, unter die bestimmte Menschen, also Individuen oder auch Gruppen von Menschen gezählt wurden, die eben auch sozusagen als gemeinschaftsfremd galten, als minderwertig, alles in der Sprache jedenfalls, ne? Also auch als Schädlinge oder als Parasiten. Man nannte das dann in dem Nazi-Sprech Ballastexistenzen. Und da schwangen also immer auch völkisch-rassistische Merkmale mit und auch erbbiologische Hintergründe sozusagen. Mit 18 Jahren wird Bruno Fahrbeier zur Wehrmacht eingezogen. Er flieht und wird zur Strafe ins Konzentrationslager geschickt. Zum Kriegsende 1945 ist er plötzlich frei. Die Frage ist, wohin nun?
Im bürgerlichen Leben kann Bruno nicht Fuß fassen. Er lebt in Mooren und in Waldlagern und das bringt ihm den Spitznamen Waldmensch ein. Journalist Arndt Henze hat sich für den WDR mit dem Fall Bruno Fahrbeier beschäftigt. Ich treffe ihn im Kölner Stadtwald. Es ist ja erstmal eine unglaublich tragische Geschichte. Da ist ein Mensch, der als kleines Kind mit einigen Schicksalsschlägen in diese brutale Maschinerie der NS-Justiz reingerät. Als Kind schon. Erst ein Erziehungsheim, was fürchterlich grausam gewesen sein muss. Dann wegen Entfernung von der Truppe der Wehrmacht. Konzentrationslager, sein Bruder war bereits wegen Fahnenflucht hingerichtet worden. Und dann hat der Mann jedes Vertrauen in die Zivilisation verloren. Das merkte man richtig. Der hatte Angst vor Menschen und hat sich dann nach dem Krieg eben in diese Moorlandschaft von Osterbrück zurückgezogen, wo er eben sozusagen ja, der klassische einsame Eremit war und sich für seinen täglichen Bedarf dann aus den Bauernhöfen, aus den einsamen Höfen das Essen geklaut hat, das er so brauchte. Zwischen 1948 und 1965 landet Bruno Fahrbeier wegen seiner Diebstähle mehrmals im Gefängnis, kommt wieder frei und verfällt danach immer wieder in seine alten kriminellen Verhaltensmuster. Aber bei diesen Delikten bleibt es nicht. Am 29.12.1965 eskaliert die Situation. Im Haus des Postbeamten Alois Brockstermann klaut Bruno Fahrbeier eine Geldbörse und wird erwischt. Fahrbeier schießt auf Brockstermann und verletzt ihn so schwer, dass dieser ein Leben lang gelähmt bleibt. Rund zwei Monate später, im Februar 1966, wird der nun wegen versuchten Mordes gesuchte Bruno Fahrbeier in einem Gasthaus erkannt. Er flieht und der Polizist Heinrich Brüggemann nimmt die Verfolgung auf. Auf einem Feld kommt es zum Handgemenge. Brüggemann stirbt durch Fahrbeiers Waffe. Die Tat löst die größte Fahndungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Weil das auch über die Medien gespielt wurde, haben die Schützenvereine mitgemacht, haben die Jagdvereine mitgemacht. Fliegervereine sind dann mit ihren Cessnas über das Gelände geflogen und haben nach ihm gesucht. Ja. Also das war ein Volkssport, die Jagd auf Bruno Fahrbeier. Und die Medien haben da auch ganz massiv mitgemacht, übrigens auch der WDR. Es läuft im Augenblick eine Aktion im Raum Ibbenbüren. Dort soll er gestern schon einmal gesehen worden sein, ebenso im Raum Bielefeld und im Kreise Tecklenburg. Daraus ersieht man, dass er seinen Standort sehr häufig wechselt. Wir haben Hinweise darauf, dass er in einem recht großen Gebiet umherwandert. Wir finden immer wieder Lager, in denen sich auch zeigt, dass er Schießübungen veranstaltet. Unsere große Sorge besteht darin, dass er sich immer wieder mit Munition versorgen kann, die er sogar in ländlichen Lebensmittelgeschäften kaufen kann. Unsere herzliche Bitte an die Bevölkerung geht, uns zu helfen, sofort Nachricht zu geben, wenn Sie irgendeinen Hinweis auf Fahrbeier erhalten. Vorsicht ist allerdings am Platze. Wie bekannt ist er bewaffnet und er macht rücksichtslos von seiner Schusswaffe Gebrauch. Es war jemand, der wirklich von der Hand in den Mund lebte. Also er war immer unterwegs mit einem Damenfahrrad. Mhm. Vom Damenfahrrad kann man schneller abspringen, wenn es nötig ist. Mhm. Und er ist tatsächlich seinen Verfolgern immer einen Schritt voraus gewesen. Und zwar immer in der Weise, dass er mehr dahin gegangen ist, wo es schmutzig wurde, als seine Verfolger. Also es gab eine Reihe von Situationen, das ist fast schon eine Tragikomik in der ganzen Geschichte, wo die Verfolger sozusagen nur ein paar Meter von ihm entfernt waren. Nämlich genau dahin, wo sozusagen die Gummistiefel endeten bei denen. Er ist aber reingegangen, dann, wo man richtig im Moor nass wurde. Ja? Oder er hat sich in Ställen, in Schweineställen einfach tatsächlich im Mist und im Dreck dann versteckt. Mhm. Wo dann die Polizisten oder die Menschen, die ihn verfolgten, dann gesagt haben, ach komm, wir haben bald Feierabend, jetzt wollen wir uns nicht auch noch die Uniform schmutzig machen. Man hat inzwischen in dem benannten Raume 11 Läger festgestellt, in denen sich Fahrbeier aufgehalten hat. Er hat sich auf verschiedenen Bauernhöfen mit Lebensmitteln versorgt. Und vielleicht sollte man auch noch sagen, dass im westfälischen Raume die Bauern auf den einsam liegenden Höfen es nicht mehr riskieren, alleine in einem Raume zu übernachten. Kinder und die anderen Angehörigen schlafen in einem Raume, weil sie befürchten müssen, dass eines Nachts der bewaffnete Fahrbeier auftauchen sollte. Erst ein Jahr nach dem Tod des Polizisten wird Bruno Fahrbeier im Februar 1967 in einem Kaufhaus in Kassel gefasst. Der Prozess dauert 5 Tage.
An seinem Ende wird Bruno Fahrbeier wegen versuchten Mordes am Postbeamten, Totschlags des Polizisten und mehreren Diebstählen zu lebenslangem Zuchthaus und Sicherungsverwahrung verurteilt. Doch hätte der Prozess überhaupt so stattfinden dürfen? Schließlich hat der vorsitzende Richter Friedrich Jagemann eine dunkle Vergangenheit. Was haben Sie über den Richter Friedrich Jagemann rausgefunden und wie haben Sie es rausgefunden? Also ich hatte den Verdacht, dass er wahrscheinlich NSDAP-Mitglied gewesen sei. Das war nicht besonders originell, denn zu dem Zeitpunkt waren 50, 60, 70 Prozent der Richter an verschiedenen Gerichten frühere NSDAP-Mitglieder. Also habe ich mir die Entnazifizierungsakte besorgt. Da war dann klar, er war nicht nur NSDAP, sondern auch SA-Mitglied. Es gab einen Hinweis darauf, dass er auch Wehrmachtsrichter war. Und dann habe ich die entsprechenden Archive, Militärarchiv in Freiburg und Bundesarchiv in Berlin angeschrieben und habe mir Personalakten von ihm und sowas besorgt. Die kann man alle dann bekommen. Und dann wurde klar, eben, dass er sogar noch einen Fakt verschwiegen hat in seinem Lebenslauf, nämlich dass er auch sogar seine juristische Karriere in der Parteizentrale der NSDAP in Münster begonnen hat. Und damit war das sozusagen eine lückenlose Aufstiegskarriere in der NS-Zeit zum Kriegsrichter. Und es war eben klar, nach 45 bekamen die Richter genau die Position wieder, die sie auch vor 45 hatten. Das heißt, er konnte dann auch von da aus weiter Karriere machen. Für mein Verständnis, warum hat er gerade das verschwiegen? Das Detail, dass er in der Parteizentrale der NSDAP gearbeitet hat, wäre natürlich mit Nazifizierungsverfahren möglicherweise belastend gewesen. Deshalb hat er es auch im Nazifizierungsverfahren verschwiegen und hat stattdessen lauter Blankoschecks und Persilscheine bekommen, die ihm bescheinigen, dass er auch als Wehrmachtsrichter immer sozusagen nur Recht und Ordnung vertreten hat und sich nichts dazu Schulden kommen lassen. Der Richter, der Bruno Fahrbeier verurteilt hat, eigentlich galt er als entnazifiziert. Was bedeutet das denn überhaupt? Man wollte also natürlich die Strukturen vom Nationalsozialismus befreien. Das heißt nicht nur die Personen, sondern vor allem auch Staat und Gesellschaft und Wirtschaft und so weiter sollte einfach vom Nationalsozialismus befreit werden. Und dann dazu gab es verschiedene Methoden und unter anderem, also das, was sozusagen als eigentliche Entnazifizierung gilt, dass Fragebögen verteilt wurden und anhand der Fragebögen oder eben Vernehmungen in Internierungslagern und so weiter wurden also die Personen überprüft. Die Leute wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt, von Haupttäter, was haben wir noch, Belastete, Minderbelastete, dann die sogenannten Mitläufer und zum Schluss die letzte Kategorie ist sind die sogenannten Entlasteten. Und das hätte natürlich irgendwie funktionieren können, wenn man es konsequent gemacht hätte. Entlassene Juristen, wie auch der Wehrmachtsrichter Friedrich Jagemann, konnten nach Kriegsende um Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst bitten. Dafür waren Entlastungszeugnisse von Dritten nötig, sogenannte Persilscheine. Für die Belasteten auszustellen, zum Beispiel von Kollegen, Nachbarn oder Arbeitgebern. Und die haben dann einfach andere Offiziere gefragt oder andere Juristen oder andere Wehrmachtrichter. Und die haben natürlich gesagt, ein Stein und Bein geschworen, nein, der hat also ist vielleicht in der NSDAP gewesen, war aber gar nicht wirklich Nazi, sondern ist dann nur eingetreten aus was weiß ich was für Gründen. Und die Leute, die in den Ausschüssen saßen, haben das dann entweder geglaubt oder sie haben es nicht geglaubt. Und so sind einfach sehr viele Leute wieder in Dienst gekommen. Und so kommt auch der ehemalige Wehrmachtsrichter Friedrich Jagemann wieder an einen Job. Diese Wehrmachtsrichter, wofür waren die denn bekannt? Was für einen Ruf hatten die denn? Das Hauptziel der Wehrmachtjustiz ist gewesen, die sogenannte Aufrechterhaltung der Manneszucht. Das klingt irgendwie so sehr martialisch. Das bedeutet eigentlich den unbedingten Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten und gegenüber der Wehrmacht und auch natürlich die absolute Disziplin. Das zweite Hauptziel war eigentlich die Bekämpfung von inneren und äußeren Feinden des NS-Staates. Also, und das beinhaltet nicht nur Wehrmachtangehörige, sondern auch Zivilpersonen, und zwar sowohl im Deutschen Reich als auch vor allem dann in den besetzten Ländern. Da wurden eben auch sehr viele Menschen von der Wehrmachtjustiz beurteilt. Wenn Sie aber fragen, wofür waren die bekannt, ist die Urteilstätigkeit insgesamt sehr hart gewesen ist. Ne, wir wissen, es hat 30.000 Todesurteile gegeben durch die Wehrmachtjustiz.
Also alle Wehrmachtgerichte zusammen sozusagen haben mehr Leute zum Tode verurteilt als alle anderen Justizarten, die es überhaupt in der Nazi-Justiz gab. Wir müssen nicht nur diese Todesurteile oder Zunahme an Todesurteilen oder an harten Zuchthausstrafen, die es so im Laufe des Krieges gab, uns anschauen, sondern dass eben sehr oft ja, wegen geringer Delikte, wegen ganz geringer Tatbestände, was weiß ich, kleiner Diebstahl oder so etwas, meinetwegen 5 Jahre Zuchthaus bestraft wurden oder mit 5 Jahren Gefängnis. Und ausgerechnet so einer, der für wahrscheinlich auch eine Reihe von Todesurteilen verantwortlich war, spricht dann Recht über jemand, dessen Bruder hingerichtet wurde und der selber in die KZs der Nazis gesteckt wurde durch einen Wehrmachtsrichter. Also, dass das im Grunde ja eher strafmildernd ausgelegt werden müsste, wie jemand so früh so verletzt worden ist, und auch verletzt durch die NS-Justiz, das ist offensichtlich. Dazu kommt, die Resozialisierung von Straftätern ist damals, 20 Jahre nach dem Krieg, noch kein Thema. Bruno Fahrbeier, dem laut Gericht ein Lebensweg als Krimineller vorbestimmt war, galt als unverbesserlich und nicht gesellschaftsfähig. Die Gesamtwürdigung seiner Taten ergibt, dass es sich bei ihm um einen gefährlichen Gewohnheitsverbrecher handelt. Bei seiner Artung und angesichts der bisherigen Erfahrung kann nicht mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass er sich bis dahin, bis zu seiner Freilassung, bessert. Wenn man dieses Urteil sich anguckt, ist dieses Denken, dass es sozusagen den vorbestimmten Verbrecher gibt, was in der NS-Zeit prägend war, ist von ihm nie irgendwo sozusagen kritisch hinterfragt worden. Und das Denken von Schuld und Sühne und Rache und der Staat muss strafen, war noch ganz nahtlos, bruchlos im Grunde in den Köpfen der Bevölkerung. Da war eher die Stimmung, wie kann es denn sein, dass wir die Todesstrafe nicht mehr haben? Erst mit einer Reform Mitte der 70er gelten nicht mehr Schuld und Sühne als Hauptziel des Strafvollzugs, sondern eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Jetzt ist Friedrich Jagemann wieder auf einem Richterposten gelandet. Hätte der Ihrer Meinung nach über den Bruno Fahrbeier urteilen dürfen? Aus heutiger Sicht wird er urteilt natürlich. Würde man ihn wahrscheinlich als befangen bezeichnen. Das ist einfach so, weil ja Fahrbeier zwar alle diese verschiedenen Straftaten begangen hatte, aber in der Nazizeit selber ein Opfer der Nazi-Justiz geworden ist, wenn man so will, hat also dann ein ehemaliger Täter über ein ehemaliges Opfer geurteilt und dann auch noch ein Wehrmachtrichter über einen ehemaligen Deserteur. Vielleicht kann man aber auch so einfach sagen, dass der Jagemann gar nicht erst in diese Position, er war ja immer ein Landgerichtsdirektor zu dem Zeitpunkt, einfach nicht mehr hätte in der Strafjustiz tätig sein dürfen. Das kann man sicherlich auch so sagen. Im Jahr 1987 wird Bruno Fahrbeier begnadigt und verbringt die Jahre bis zu seinem Tod 1999 unauffällig und straffrei. Was sind eure Gedanken zum Fall? Hinterlasst gerne einen Kommentar. Und schaut euch auch unsere anderen spannenden Fälle auf dem Kanal an.